2018 finden Arbeiter in einer verlassenen Prager Lagerhalle zufällig Filmspulen, die dort seit dem Fall der Berliner Mauer versteckt waren. Sie wurden restauriert. Dabei handelt es sich um einen 1952 gedrehten Propagandafilm, der nie vollständig gezeigt wurde, der Slansky-Prozess. Prag, 3. Dezember 1952. Mein lieber Ivan, es werden viele Jahre vergangen sein, bis du diesen ersten und letzten Brief von mir erhältst. Du wirst erwachsen sein, wenn du ihn liest. Und du wirst das Leben und den Tod deines Vaters richtig einordnen können. Ich habe der Gesellschaft großen Schaden zugefügt. Und bin aus gutem Grund verurteilt worden. Niemand, nicht einmal du, darf mich entschuldigen. Im Gegenteil, du musst mich hart verurteilen. Doch Schuld ist nicht erblich. Und niemand darf einem Sohn die Fehler des Vaters vorwerfen. »1952 ist Prag die Hauptstadt eines Landes, das es heute nicht mehr gibt. Die kommunistische Tschechoslowakei. Hier beginnt ein Schauprozess.« Před senátem státního soudu v Praze byl 20. listopadu zahájen proces s vedením protistátního spikleneckého centra. Před soudem stanula banda vyvrhelů, trockisticko-titovských, sionistických zrádců, nepřátel československého lidu a lidově demokratického zřízení v čele s Rudolfem Slánským. Da tauchen sie aus dem Jahr 1952 vor mir auf. Diese 14 Gesichter. 14 Männer, angeklagt wegen angeblicher Verschwörung gegen den kommunistischen Staat, zu dessen Führungselite sie bis vor kurzem gehörten. Eine Woche lang stehen sie im Zentrum eines stalinistischen Schauprozesses. Vor laufender Kamera gestehen sie der Reihe nach Verbrechen, die sie nicht verübt haben. Doznávám svoju vinu v tom. Přiznávám svoji vinu v tom. Přiznávám svoji vinu v tom. Das ist Rudolf Slánský, bis vor kurzem allmächtiger Generalsekretär der kommunistischen Partei und Nummer 2 des Regimes. Obviněný Rudolf Slánský. Žalobě jste rozuměl, žaloba vám byla přečtena. Mit auf der Anklagebank Arthur London, Revolutionär, Kämpfer der internationalen Brigaden in Spanien und der französischen Résistance. Außerdem Rudolf Margolius, ein brillanter Wirtschaftsexperte, ehemals stellvertretender Außenhandelsminister. Er ist noch nicht so lange in der Partei. Fast alle Angeklagten sind Juden. Allen droht die Todesstrafe. In ihrer Mimik, ihrer Gestik suche ich nach winzigen Hinweisen, was diese Männer zu ihren Geständnissen bewogen haben könnte. Es ist eine Welt, in der die Lüge zum Gesetz geworden ist. Rudolf Margolius wurde 7 Jahre zuvor, 1945, aus dem Konzentrationslager Dachau befreit und ist in seine Heimatstadt Prag zurückgekehrt. Nach 6 Jahren Nazi-Herrschaft war die Rote Armee in Prag einmarschiert. Wie durch ein Wunder
findet er inmitten der Ruinen seine Frau Hedda wieder, die er aus den Augen verloren hatte, als beide ins Ghetto von Lodz und später nach Auschwitz deportiert wurden. Von der ganzen Familie haben nur Hedda und Rudolf überlebt. Vor dem Krieg war mein Vater Rudolf ein gänzlich unpolitischer Mensch. Doch in den Lagern gab es viele Kommunisten, die einander halfen. Mein Vater bewunderte das. Bei Kriegsende hatten wir rund 45 enge Verwandte verloren. Rudolf war Idealist. Er wollte all diese Menschen ehren und die Welt verbessern. Indem er der Partei beitrat, hoffte er, zum Wiederaufbau des Landes beizutragen. Das war seine Art, ihr Andenken zu wahren. Wie viele ihrer Landsleute fühlen sich Rudolf und Hedda Margolius vom Kommunismus und dessen Heilsversprechen angezogen. Sie wünschen sich einen radikalen Bruch mit der alten Ordnung, die den Aufstieg des Faschismus ermöglicht hat. Hoffnungsfroh treten sie direkt nach dem Krieg in die Kommunistische Partei ein, die in der noch demokratischen Tschechoslowakei zusammen mit anderen Parteien regiert. Im Gegensatz zum Ehepaar Margolius glaubt Rudolf Slansky, Sohn eines Händlers, nicht erst seit gestern an den Umsturz der alten Ordnung. Schon mit 20 Jahren gehört er zu den ersten Mitgliedern der Kommunistischen Partei. Er kennt all ihre Geheimnisse und internen Kämpfe. Den Zweiten Weltkrieg verbringt er in Moskau, wo er tiefe Einblicke in Stalins Terrorherrschaft erhält. Dennoch bleibt er ein glühender Anhänger des Kommunismus, der Menschen begeistern kann, ohne sie abzuschrecken. Doch schon bald ändert sich der Ton. Hinter den Kulissen ist Rudolf Slansky maßgeblich am Staatsstreich beteiligt, mit dem die Partei im Februar 1948 die Demokratie beendet und die Tschechoslowakei zu einer Diktatur des Proletariats unter sowjetischer Kontrolle macht. Mit 47 Jahren wird Rudolf Slansky zur Nummer 2 des Landes. Gleich nach seinem alten Freund und Rivalen, dem Staatspräsidenten Clement Gottwald. Beide sind nun die Herrscher der Prager Burg. Sie waren eng befreundet. Mein Vater war damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei KSČ. Gottwald unterhielt sich auch gerne mit meiner Mutter. Er zog sie oft ins Vertrauen. Während meine Eltern im Moskauer Exil lebten, hatten sie eine Tragödie erlebt. Meine Schwester Nadja, 1943 geboren, war entführt worden. Das war grauenhaft für Mama, die den sowjetischen Geheimdienst im Verdacht hatte. Im Grunde wurde ich geboren, um Nadja zu ersetzen. Meine Patin war die Frau des Staatspräsidenten Clement Gottwald, Marta Gottwaldova. Von ihr habe ich meinen Vornamen Marta. Ich besitze eine sehr schöne Geburtsurkunde, in der steht Pate Clement Gottwald, Patin Marta Gottwaldova. . 1948 verlässt ein kampferprobtes Kommunistenpaar den roten Pariser Vorort Ivry, um nach Prag zu ziehen. Arthur und Lise London. Lise, Tochter eines spanischen Bergmanns, der nach Frankreich einwanderte, und der tschechische Kommunist Arthur lernten sich in Moskau kennen. Gemeinsam kämpften sie erst in Spanien, dann in der kommunistischen Resistance im besetzten Paris. Arthur war 20, als er seine tschechische Heimat verließ. Nun kehrt er mit seiner Frau und den Kindern Gérard, Michel und Françoise zurück.
Wir sind in einem kommunistischen Umfeld aufgewachsen. Natürlich. Das war immer gegenwärtig, Tag und Nacht, die Geschichte über den spanischen Bürgerkrieg, die Résistance. In unserer Kindheit ging es ständig um Politik. Nach Ivry sind wir dann hier gelandet. Beide hatten sich am Widerstand gegen die Deutschen beteiligt und wurden natürlich verhaftet und verurteilt. Meine Mutter sollte die Todesstrafe erhalten. Aber sie war schwanger mit mir, sodass sie stattdessen lebenslänglich bekam. Sie wurde an die Deutschen ausgeliefert. Meine Mutter kam ins KZ Ravensbrück, mein Vater ins KZ Mauthausen. Als er in die Tschechoslowakei zurückkehrte, waren von seiner großen Familie nur zwei Cousinen geblieben. Alle anderen waren im Zweiten Weltkrieg ermordet und in Konzentrationslager geschickt worden. Arthur Londons Heimat unterscheidet sich stark von dem Land, das er 1935 verließ. Innerhalb weniger Monate ist die gesamte Gesellschaft unter die totale Kontrolle der kommunistischen Machthaber gestellt worden. Er selbst wird zum stellvertretenden Außenminister ernannt. Vereinheitlichung, Kollektivierung, Säuberung. Rudolf Slansky gehört zu den Initiatoren dieser brutalen Maßnahmen. Das Land braucht Arbeitslager, um das Problem der Klassenfeinde zu lösen, verkündet er. Diese sogenannten Klassenfeinde werden willkürlich verfolgt, denunziert, verurteilt, inhaftiert und manchmal auf seinen direkten Befehl hin exekutiert. Der eisige Wind des Konformismus und der Angst dringt bis in die letzten Winkel des Lebens. Rudolf Margolius hat in der Partei nach und nach Karriere gemacht. Noch immer ist er überzeugt, eine bessere Zukunft mitzugestalten. Dafür arbeitet er unermüdlich auf seiner neuen Stelle als stellvertretender Außenhandelsminister. Weil er so beschäftigt war und von morgens 8 bis Mitternacht arbeitete, sahen wir uns nur selten. Deswegen erinnere ich mich leider kaum an ihn. Ich weiß noch, dass wir Ausflüge in unserem kleinen Skoda machten. Wir fuhren aufs Land und mein Vater zeigte mir ein paar Zaubertricks. In seiner Freizeit spielte er gern Geige. Einmal fuhr er in den Wald, um dort Dvořáks Romanze zu spielen. Zufällig kamen Fahrradfahrer vorbei und hielten an, um zuzuhören. Er war sehr erschrocken, plötzlich vor Publikum zu spielen. Doch ist es möglich, dass das Ehepaar Margolius von den alltäglichen Repressionen nichts bemerkt? Ist das mit Naivität, Realitätsverweigerung oder Angst zu erklären? Ich denke, meine Mutter war viel aufmerksamer als Rudolf. Er vergrub sich in Arbeit, ganz bewusst, denke ich. Nur Hedda, die etwas mehr Freizeit hatte, sah, was vor sich ging. Ständig wies sie Rudolf darauf hin. Als die Verhaftungen begannen, sagte sie: Warum verhaften Sie diese Leute? Wir kennen sie. Es sind redliche Menschen. Rudolf glaubte ihr anfangs nicht und es dauerte lange, bis er ihr Recht gab. Als sie sich endlich einig waren, war es zu spät. Während der Hochzeit des Kalten Krieges wächst die Paranoia. Nun wird auch innerhalb der Partei nach Verrätern gesucht. Jeder Genosse könnte ein Spion im Sold der Imperialisten sein.
Stalin beansprucht die absolute Macht über die Bruderstaaten. Doch der jugoslawische Präsident Tito will sich nicht unterordnen. Er bricht mit der Sowjetunion. Daraufhin werden im gesamten Ostblock kommunistische Amtsträger verhaftet, die das Regime angeblich von innen aushöhlen wollten. Diese Säuberungswelle ergreift auch die Tschechoslowakei. Die Sowjets befehlen der Parteiführung, die Inquisition auf die eigenen Reihen auszudehnen. Rudolf Slansky wendet sich an die Parteidelegierten. Die gefährlichsten Feinde verstecken sich in unseren eigenen Reihen. Unsere Partei muss die Machenschaften heimlicher Agenten aufdecken. Ein Schreiben von Slansky und Gottwald an Stalin zeugt von Angst und Diensteifer. Wir bitten darum, dass die sowjetische KP uns Spezialisten schickt, um uns bei den diesbezüglichen Ermittlungen zu helfen. Im Herbst 1949 treffen die Berater in Prag ein, wo sie eine Spezialeinheit der Geheimpolizei gründen. Ihr Ziel? Einen spektakulären Prozess in die Wege zu leiten, in dem sogenannte Spione als Sündenböcke herhalten und öffentlich die Verantwortung für die Fehler des realen Sozialismus übernehmen. Ein Prozess als Propaganda- und Terrorinstrument. Dazu Rudolf Slansky. Bei der Untersuchung wirtschaftlicher Rückschläge reicht es nicht aus, die objektiven Ursachen zu analysieren. Wer dem Problem auf den Grund geht, entdeckt immer einen feindlichen Agenten. Zunächst konzentriert sich die Jagd auf jene, die Kontakte zum Westen hatten. Kommunisten, die während der Nazi-Besatzung nach London flohen, und ehemalige Kämpfer der internationalen Brigaden in Spanien. Einige werden direkt verhaftet. Andere werden wie Arthur London überwacht. Die Beschattungen sind in den Akten der Geheimpolizei minutiös archiviert. Unglaublich. 18.37 Uhr, 19.05 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Verrückt. Das Licht wird gelöscht, der Fahrer ist eingetroffen, er hat 5 Minuten gewartet. Wahnsinn. Er betrat die Villa, dann kamen beide raus und sind Richtung Ministerium gefahren. Waschek war Arthur, Lise hieß Eva. Das waren ihre Codenamen. Minute für Minute, Tag für Tag. Da geht's um dich, François. Ihr seid in ein Auto gestiegen. Mit wem? Waschek und ein anderer. Rundes Gesicht, schwarzes Haar. Ohne Hut. Grauer Anzug, grauer Mantel. Ich erinnere mich nicht. Anschließend in Begleitung der etwa 15-jährigen Tochter von Waschek. Ihr habt Französisch gesprochen. Du hast übersetzt. 12.30 Uhr Ankunft vor Waschecks Haus. Der Wagen hat das Kennzeichen P265. Der Fahrer stieg aus und trug einen Kuchen. Das ist mein erster Geburtstag. Januar 1951, 13.55 Uhr. Waschecks Frau geht mit den Kindern in den Garten. 14.20 Uhr. Waschek verlässt das Haus. Er steigt in den Wagen mit dem Kennzeichen P2545. In der Valentinskar halten sie an. Waschek steigt wieder in den Wagen und fährt über die Josefstadt in Richtung Ministerium. In der Kanownitzka Straße stoppen wir ihn. Nach dem Frühstück sagte er, ich fahre ins Ministerium die Zeitungen holen und kehrte nie zurück. Während der Durchsuchung verlässt die Frau weder tagsüber noch abends das Haus. Ich weiß nicht warum, aber sie nahmen alles mit. Sogar Einlieferungsscheine der Post, Sozialdienst des Krankenhauses. Absurd. Tarnier 1938, unglaublich. Dein Impfausweis, damit du Bescheid weißt.
Keine Ahnung, warum der dabei ist. Fürchterlich. Unglaublich, was sie alles gesammelt haben. Eine Entdeckung. Ich sammle solche Briefe. Das ist ein Geburtstagsgruß für mich vom 11. November 1943 aus dem Zentralgefängnis von Rennes. Die Mithäftlinge meiner Mutter zeichneten kleine Bildchen für mich. Das ist alles schmerzhaft. Sehr schmerzhaft für mich. Es ist traurig zu sehen, dass sie Dinge wie diesen Brief behalten haben. Einfach unerträglich. Arthur London wird zusammen mit anderen kommunistischen Amtsträgern inhaftiert. Sie werden beschuldigt, sich gegen die Parteispitze verschworen zu haben. Also gegen Generalsekretär Rudolf Slansky. Doch während Slanskys Leben im Frühjahr 1951 scheinbar seinen gewohnten Gang geht, wird in den Zellen und Vernehmungsräumen unter dem Diktat der sowjetischen Berater bereits an einem anderen Szenario geschrieben. Der Jude Slansky und andere bürgerlich-zionistische Nationalisten sollen die Köpfe eines weit verzweigten Komplotts sein. Gottwald widerstrebt es zunächst, seine rechte Hand zu kompromittieren. Doch im Lauf der Monate schmilzt sein Widerstand dahin. Denn wer sich Stalin widersetzt, bringt sich selbst in Gefahr. Am Abend des 23. November 1951 war ich mit meinem Mann, Rudolf Slansky, zu einem Empfang beim Ministerpräsidenten geladen. Es war ein Abendessen für eine Gruppe von sowjetischen Wirtschaftsberatern. Was wir nicht wussten, als wir wieder aufbrachen, rief Gottwald sofort den Leiter der Staatssicherheit an und versicherte ihm, dass wir auf dem Weg seien. Zu Hause gingen wir durch den Garten. Es war stockfinster. Wir betraten den Vorraum. Auch hier kein Licht. Ich hatte noch keine drei Schritte gemacht, als das Licht anging und das Geräusch von Stiefeln zu hören war. Männer traten aus der Dunkelheit, die Maschinenpistolen im Anschlag. Rudolf hielt sich aufrecht. Er wirkte überrascht. Meine Herren, was hat das zu bedeuten? Er sagte immer wieder, Jesus Maria, Jesus Maria. Viele Männer tauchten auf. Einer von ihnen legte Ruder Handschellen an. Ich schaute zu meinem Mann. Ich sollte ihn nur noch einmal wiedersehen. Kaum inhaftiert, schreibt Slansky an Gottwald. Lieber Genosse, mir ist klar, dass meine Verhaftung ernsthafte Gründe haben muss, die ich nicht kenne. Jedoch kann jedem Verdacht gegen mich, ein Verbrechen an der Partei begangen zu haben, nur ein ungeheurer Irrtum zugrunde liegen. Ich habe die Partei mein Leben lang nie verraten. Ich weiß, dass andere, die ihre Unschuld beteuerten, sich letztlich als schuldig erwiesen haben. Doch in meinem Fall ist das ganz unmöglich. Wenn selbst Slansky verhaftet wird, heißt das, niemand mehr ist in Sicherheit. In diesem Herbst 1951 nimmt die Geheimpolizei auch Rudolf Margolius ins Visier. Unser Informant, der Hausmeister des Gebäudes, hat für den Nikolaustag ein Trio aus einem Nikolaus, einem Teufel und einem Engel bestellt, das den Kindern der Straße und im Wohnhaus von Margolius Geschenke bringen wird. Wir haben beschlossen, die Rollen des Teufels und des Engels an Seemann und Setmik zu vergeben, Agenten des Sektors 4. Sie werden die Geschenke verteilen und Margolius Wohnung nach geeigneten Orten für die Installation von Mikros absuchen. Wir haben uns drei Masken besorgt. Den Nikolaus für den Genossen Setmik, den Engel für Seemann und den Teufel für einen Agenten von der Technik. Der Informant hatte alles vorbereitet und begleitete uns zu allen Mietern des Hauses.
Wir blieben etwa 10 Minuten bei Familie Margolius, was mehr als ausreichend für die Arbeit des als Teufel verkleideten technischen Agenten war. Anwesend waren Margolius' Frau, ihr Sohn Ivan und einige Kinder, die mit uns durch die Wohnung gelaufen sind. Wir haben alle zugänglichen Zimmer in der Wohnung der Familie Margolius betreten, in den beiden gewünschten Räumen Mikros installiert und diese perfekt getarnt. Abhörbericht vom 23. Dezember, 15 Uhr. Die Mikros sind eingeschaltet. Einer der Männer ist Rudolf. Der Ton ist sehr schlecht, weil die Kinder schreien und spielen. 17 Uhr. Die Besucher verabschieden sich. Ivanek antwortet Goodbye auf Englisch. 19.12 Uhr. Radio. Schritte. Geschirrklappern. Wahrscheinlich für das Abendessen. Margolius schimpft mit dem Kind, das sein Spielzeug auf dem Boden herumliegen ließ. 31. Dezember 1951, 19.45 Uhr. Die Gäste kommen. 21.30 Uhr. Abendessen. Allgemeine Gespräche. Die Männer und Frauen singen. Sie schalten das Grammophon ein und tanzen. Im Radio schlägt es Mitternacht. Alle stoßen an und wünschen einander ein besseres neues Jahr als das alte. Es war am 10. Januar, kurz vor Mitternacht. Rudolf wurde in einem Tatraplan nach Hause gefahren. Als er ausstieg, war plötzlich die ganze Straße in Flutlicht getaucht. Auch sein Wagen. Rundherum parkten andere Tatras. Die Geheimpolizei trat an seinen Wagen heran, befahl ihm auszusteigen und nahm ihm die Aktentasche ab. Sie verhafteten ihn, setzten ihn in einen anderen Tatra und brachten ihn nach Rosigny ins Gefängnis. Verhaftet. Nicht von den oft bekämpften Feinden, den Faschisten und Nazis, nein, verhaftet von den eigenen Leuten, den Genossen der Partei, der er sein Leben gewidmet hat. Die Partei, die sich niemals irrt und allem Sinn verleiht. Fortan ist er ein Niemand. Ein Objekt in Handschellen, das aus einem Blechnapf am Boden essen und ununterbrochen in der Zelle auf- und abgehen muss. 10, 15, 20 Stunden ohne Schlaf und Pausen, das Licht ständig eingeschaltet. Gehen, umdrehen, mit blutigen Füßen. Dann mit verbundenen Augen in den Verhörraum. Arthur London? Jemand führt mich mit verbundenen Augen, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Nimmt mir die Maske ab. Ich stehe vor einem Unbekannten. Gestehen Sie, wer Sie sind. Gestehen Sie Ihre Verbrechen. Wer ich bin? Arthur London. Ich habe nichts zu gestehen. Ich habe das Gefühl, es mit einem Verrückten zu tun zu haben. Mein Vernehmer ist außer sich vor Wut. Er schlägt meinen Kopf gegen die Wand. Gestehen Sie Ihre Verbrechen. Eure ganze dreckige Rasse werden wir auslöschen. Hitler hat viel Böses getan, aber er hat die Juden vernichtet. Und das war gut. Wir werden sein Werk beenden. Anweisung des Sicherheitsministeriums. Ihr müsst eure Herzen mit Hass auf den Klassenfeind und dessen Agenten füllen. Der Verdächtige muss in langen Vernehmungen gebrochen werden. Nach 10- bis 20-stündigen Verhören ist er erschöpft und verzweifelt. Das bringt die besten Resultate. Es gibt nur ein Ziel: Geständnisse. Spionage, Sabotage, Mord. Die Themen werden höheren Ortes von den sowjetischen Beratern und den tschechischen Referenten bestimmt. Das Geständnis ist das Wichtigste. Denn mangels Beweisen kann nur so die Schuld besiegelt werden. Alle Verhörprotokolle werden sofort an Präsident Gottwald weitergeleitet. In Rudolf Slanskys Zelle erstattet sein Mithäftling Bender, dessen ganze Familie Slansky einst verhaften ließ,
täglich über den Gefangenen 23, 59, 865 Bericht. Slansky sagte zu mir, meine Tragödie ist furchtbar. Ich habe die Verbrechen, die mir vorgeworfen werden, nicht begangen. Aber meine Vernehmer werden mich vom Gegenteil überzeugen. Doch ich kann nichts gestehen, das ich nicht getan habe. 26. Januar 1952. Bericht der Referenten. Das Verhör dauerte die ganze Nacht. Am frühen Morgen wiederholte der Referent immer wieder, du musst gestehen, du musst gestehen. Slansky lehnte an der Wand, mit weit aufgerissenen Augen und geschwollenen Halsvenen. Er rang die Hände und schrie mit immer schrillerer Stimme, ich kann nicht. Nach einigen Minuten war der Anfall vorbei. Er setzte sich und schlug die Hände vors Gesicht. Bericht des Häftlings Bender. Wenn er geht, schwankt er so stark, dass er beinahe fällt. Er ist schwer mitgenommen und wirkt wie ein Gebrochener. Er sagte mir, er führe einen fürchterlichen Kampf mit sich selbst. Nachdem er die ganze Nacht verhört wurde, verrammelt Slansky die Tür, um allein im Raum zu sein. Er reißt das Telefonkabel aus der Wand und hängt sich am Fenstergriff auf. Die Tür wird aufgebrochen, er wird im letzten Moment abgeschnitten. Fortan trägt er während der Verhöre ein Halseisen und ist mit einem Bein an die Wand gekettet, wie ein Hund. Bender berichtet, bei seiner Rückkehr in die Zelle wackelte er mit dem Kopf und zitterte heftig. Er sagte, er habe Halluzinationen, sobald er die Augen schließe. Er schaute an die Decke und murmelte kaum hörbar, da oben, da oben. Nach 3 Monaten ununterbrochener Folter beginnt Slansky zu gestehen. Ich handelte als Agent der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse. Als bewusster Feind der Kommunistischen Partei und der Sowjetunion. Meine feindlichen Aktivitäten schufen die Voraussetzungen für eine staatsfeindliche Verschwörung. Bender berichtet. Er ist sehr still und murmelt vor sich hin. Ich konnte nur ein Wort verstehen, das er ständig wiederholte. Tod. Dieser Ort hieß Veselikow. Hier wurden wir nach Papas Verhaftung interniert. Ich muss die jüngste tschechische Gefangene gewesen sein. Über das Schicksal meines Vaters wussten wir nichts. Mein Bruder war bei mir. Er war 14 Jahre älter als ich und meine einzige Stütze. Unsere Mutter war im Gefängnis, aber von Zeit zu Zeit wurde sie zu uns gebracht und anschließend wieder zurückgefahren. Ständig wurden wir durch die Geheimpolizei überwacht. Meine Mutter erzählte, es sei jede Woche ein Bus mit 50 Agenten gekommen. Männer und Frauen, die uns auf Schritt und Tritt folgten und sogar im selben Raum mit uns schliefen. Einmal hatte ich eine schwere Lungenentzündung und ein Agent fuhr mich ins Krankenhaus, weil meine Mutter wieder im Gefängnis war. Ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen dem Agenten und dem Arzt. Der eine sagte zum anderen, er solle mich krepieren lassen. Ich verdiene keine Behandlung, weil ich die Tochter eines Verräters sei. Alle Familien werden über das Schicksal der Häftlinge im Ungewissen gelassen. Selbst der Ort ihrer Internierung ist unbekannt. Londons Frau Lise gelingt es, den Kindern den Grund für die Abwesenheit ihres Vaters zu verheimlichen. Verschwunden auf Dienstreise im Ausland, das war die offizielle Erklärung unserer Mutter. Nicht verschwunden, sondern unterwegs auf Dienstreise. Schnell war klar, dass er verhaftet worden war, weil uns plötzlich niemand mehr besuchen kam. Manche mieden uns regelrecht. Sie gingen uns aus dem Weg, wenn sie uns sahen. Das war seltsam, denn wir Kinder ahnten ja nichts.
Trotzdem wunderten wir uns, dass manche nicht mehr kamen. Wer uns früher auf der Straße umarmt hatte, wechselte nun die Straßenseite. Mit ihren nunmehr geächteten Familien werden die Häftlinge erpresst. Denn die Drohung, die Mütter zu verhaften oder von ihren Kindern zu trennen, dazu die Folter, all das bricht auch ihren letzten Widerstand. Im Sommer 1952 haben alle 14 fiktive Geständnisse unterschrieben und eingewilligt, sich gegenseitig mit Falschaussagen zu belasten. Fortan müssen Slansky, Margolius, London und die anderen außerhalb ihrer Zellen eine öffentliche Rolle spielen. Für diese Rolle lernen sie das vorgefertigte Skript der Großinquisitoren Gottwald und Stalin bis ins kleinste Detail auswendig. Die Premiere findet am 20. November 1952 vor dem Tribunal in Prag-Pankratz statt. Hinter den Kulissen sehen sich die Darsteller wieder. Arthur London. Wir werden mit gefesselten Händen geführt, einer hinter dem anderen. Es ist das erste Mal, dass wir alle versammelt sind. Die Gesichter sind verschlossen und angespannt. Meine Leidensgenossen wirken abwesend. Wir schauen uns nicht an. Schließlich betreten wir einen riesigen, hell erleuchteten Saal, in dem zahlreiche Zuschauer sitzen. Ich habe das Gefühl, auf einer Theaterbühne zu stehen. Jeder von uns ist bereit, seine Rolle zu spielen. Ich bin jako nepřítel komunistické strany. A lidově demokratického zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál jemu po řadu let v čele. Toto naše centrum, v něm jsem soustředil mnoho různých kapitalistických a buržoázně nacionalistických živlů, z nichž mnozí se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek, francouzské, anglické a především americké. Jeder Darsteller hat seinen Text wochenlang auswendig gelernt. Diese Proben wurden aufgezeichnet. Sollte jemand auf die Idee kommen, eine Antwort zu ändern, würde dieses Band abgespielt. Společně postupovali. Bei Gedächtnislücken haben die Staatsanwälte das Skript vor sich, um soufflieren zu können. Jak to bylo při volbě Beneše prezidente? Podobně jsem také postupoval. Diese Farce macht Schlagzeilen. Die einzigen, die nichts davon erfahren, sind Slanskys Frau und Kinder, die unter Hausarrest stehen. Tak přejdeme nyní k další otázce. Vy jste se také zmínil v souhrné úvodní své výpovědi o tom, že jste prosazoval na důležitá místa a na důležité funkce sionisty. Tak jak to vlastně bylo v této otázce sionistické? Řekl jsem, že jsem také spolupracoval se sionisty, protože sionisté prováděli nepřátelskou činnost, která směřovala k likvidaci lidově demokratického režimu v Československu. Ob in Fabriken, Ministerien oder Schulen, überall im Land werden tausende von Resolutionen verabschiedet, die für die zionistischen Verräter die Todesstrafe fordern. Der grassierende Antisemitismus gipfelt in der größten Kampagne gegen Juden, die Europa seit dem Ende des Nationalsozialismus erlebt hat. Das Parteiorgan Rude Pravo wütet. Unter dem roten Haar flackern in einer runzligen Maske feige und hinterhältige Augen. Eine Maske, die sein Judas-Gesicht nur für einen Moment verbergen kann. Rudolf Slanskys Maske ist endgültig gefallen. Darunter ist das Gesicht eines Kannibalen erschienen. Hunde müssen wie Hunde sterben.
Als ich morgens in die Schule kam, sah ich, dass meine Klassenkameraden eine Zeitung lasen. Als ich mich näherte, falteten sie die Zeitung zusammen und versteckten sie. Dann setzten sie sich alle an ihre Pulte, als wenn nichts wäre. Als um 10 Uhr die Pause begann, holte ich sofort die Zeitung, um zu sehen, was sie gelesen hatten. Da stand großer Prozess gegen Rudolf Slansky. Ich las den Namen und dachte, da schau her, den kenne ich, den da auch. Jude, Jude, Jude. Ach so. Und dann Arthur London. So erfuhr ich es. Ich auch. Und plötzlich hatte ich die bösartigsten Lehrer, die ich je kennengelernt habe. Von heute auf morgen wurde ich in der Schule als dreckige Jüdin beschimpft. Das war ein Schock. Denn in der Familie ging es nie darum, wer Jude war und wer nicht. Der erste Prozesstag war Slansky gewidmet. Dann sind die anderen Angeklagten an der Reihe. Was geht in ihnen vor? Hoffen sie, durch ihr öffentliches Geständnis mit dem Leben davonzukommen und ihre Familien zu schützen? Oder sehen sie dies als ihr ultimatives Opfer, den letzten Treuebeweis, den sie ihrer anderen Familie, der Partei, geben können? Oder aber haben sie sich nach der pervertierten Logik ihrer Peiniger auch in ihren eigenen Augen schuldig gemacht? Arthur London muss am dritten Prozesstag aussagen. Am Vortag vertraut er sich seinem Mithäftling an, der sofort einen Bericht schreibt. Er setzte sich aufs Bett und schlug für einen Moment die Hände vors Gesicht. Dann sagte er, es ist furchtbar. Dort waren Kameraleute, Fotografen, überall waren Scheinwerfer. Er meinte, morgen sei er an der Reihe. Aber er beherrsche seinen Text noch nicht und habe Angst, ihn vor dem Richter nicht genau wiederholen zu können. Er denkt ständig an seinen Fall, denn als ich ihn fragte, wo sein Kamm sei, den er morgens mitgenommen hatte, antwortete er, keiner ist schuldig. Er sagte mir, 11 der 14 Angeklagten seien Juden. Als er das gehört habe, sei ihm der Schweiß ausgebrochen. Selbst bei seiner Deportation ins KZ hätte er nicht solche Angst gehabt wie jetzt. Obviněný London, povedzte, co vás priviedlo na cestu aktívnej nepriateľskej činnosti proti ľudovo-demokratickej republike v Československu. Byl jsem vychován v buržoázním prostředí, které bylo cizí pracujícímu lidu. Proto jsem nikdy nemohl hájit pracující masy a řídil se vždy buržoázním úsilím zajistit si osobní kariéru a blahobyt. Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl aktivním účastníkem protistátního pikleneckého špionážního centra, které vytvořil a řídil Rudolf Slansky. Durchschaute die Öffentlichkeit den riesigen Propagandaaufwand etwa nicht? Nahm sie den Angeklagten ihre unglaublichen Geständnisse ab, ihre spektakuläre Verschwörung? Unter dem Schock der Aussage ihres Mannes schreibt die treue Kommunistin Lise London an Präsident Gottwald. Nach der Verhaftung meines Mannes glaubte ich wegen dem, was ich über sein Leben und seine Arbeit wusste, dass er Verrätern zum Opfer gefallen war, die ihre Verbrechen vertuschen wollten. Nach der Lektüre der Anklage haben sich meine Hoffnungen leider zerschlagen. Mein Mann war kein Opfer, sondern ein Verräter an seiner Partei. In unserer Familie, die seit langem kommunistisch ist, hat unbemerkt ein Verräter gelebt. Ich hatte die schmerzliche Pflicht, meine beiden Ältesten über diese Tatsache aufzuklären. Ich schließe mich allen ehrenhaften Menschen im Lande an und fordere eine gerechte Bestrafung der Verräter. Meine Mutter schrieb diesen Brief, weil sie nicht richtig verstand, was im Radio gesagt wurde. Aber sie hörte die Stimme meines Vaters, der alles zugab. Also schrieb sie einen Brief an Gottwald persönlich. Das war eine Religion. Stalin war der Papst und Gottwald einer der Apostel oder ein Erzengel. Es war ein sehr religiöser Brief. Genau. So ist er zu verstehen. Sie waren Gläubige.
Sie sagten, dass Ihre Mutter Sie bat, einen Brief zu schreiben. Ja, irgendwann sagte sie, du musst einen Brief schreiben. Denn der Sohn von, wie hieß er noch? Freyka. Der Sohn von Freyka hat einen Brief geschrieben, in dem er die Todesstrafe forderte, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Jedenfalls sagte Mama, vielleicht solltest du auch schreiben. Aber ich tat es nie. Sie erinnerte mich oft daran, aber ich wollte nicht. Ich habe es nicht getan. Am fünften Tag ist Rudolf Margolius an der Reihe. Pokračujte, pokud jde o sabotáže, které vaše spiklenecké centrum provádělo v oblasti hospodářských styků se Sovětským svazem a státy lidově demokratickými. Jak jsem již vypověděl, snažil jsem se v linii našeho spikleneckého centra o brzdění rozvoje vzájemných hospodářských styků mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi. Sabotování tohoto obchodu bylo v linii naší, bylo v naší nepřátelské linii. Meine Mutter wusste nichts. Sie war im Krankenhaus, weil es ihr sehr schlecht ging. Als sie ihn im Radio hörte, war sie sofort von seiner Unschuld überzeugt. Sie wusste natürlich, dass er diese Dinge nie tun würde, denn er war ein sehr redlicher Mann. Ihr war klar, dass etwas nicht stimmte. Das hörte sie an seiner Stimme, weil es nicht seine natürliche Ausdrucksweise war. Er klang sehr seltsam, und sie begriff, dass er etwas auswendig vortrug. Reciting something. Je naše komunistická strana vedoucí náš lid ke šťastné budoucnosti. Am siebten Tag hält Staatsanwalt Josef Urwalek seine Anklage. Ve jménu našich národů, proti již svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru, proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci socialismu. Vím, že je dnes moje jméno Slánský, proklínáno všemi poctivými lidmi. Prováděl jsem své zločiny až do svého začetí. A byl jsem tak zarytým nepřítelem, a musím to zde přiznat, že i po svém začení jsem zatvrzele zapíral, když mě vyšetřovali bezpečnostní orgány, které se ke mně naprosto korektně chovaly. Zasluhuju právem to opovržení, to velké opovržení a tu velkou nenávist, kterou jsem dnes cítil zde, za svými zády, během potlesku, který se ozval po řeči státního prokurátora, když podával návrh na rozsudek. Nezasluhuji jiný konec svého zločinného života, nežli konec, jaký navrhuje státní prokurátor. Já vím, že nelze ničím odčinit mé zločiny. Já jsem se snažil, aspoň ve vyšetřovací vazbě, vyrovnat se s tím,
co jsem spáchal, tak, abych se ke všemu přiznal. Já ovšem vím, že toto, jakákoliv lítost, i když jsem ji hluboce naplněn, že to nemůže dnes nic odčinit. A já nemohu než žádat nejpřísnější potrestání, takové, jaké je možné. A chci jen říct znovu, že se hrozně stydím za svou celou minulost, že lituji svých zločinů a že aspoň teď, o to jsem se snažil ve vazbě i zde, že nechci odcházet jako nepřítel. Das Urteil fällt nach wenigen Minuten und ohne Diskussion, vermutlich in einer Sitzung des Politbüros auf der Prager Burg. Gottwald persönlich ruft den Richter an, um ihm das Urteil mitzuteilen. Jménem Republiky. Obvinění Rudolf Slánský, Geminder, Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Klementis, Bedřich Rajcin, Karel Schwab, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Schlink a André Simon, Otto Katz, k trestu smrti. Arthur London a Vavro Hajdu, Evžen Löbl, k trestu odnětí svobody na doživotí. Zasluhují si trest přijímá. Vzdáváte se opravných prostředků? Ano. Děkuji. Trest přijímá. Vzdáváte se opravných prostředků? Ano. Přijímám trest a vzdávám se opravných prostředků. Děkuji. Prohlašuji tím jednání za skončené. Am Tag vor der Hinrichtung dürfen die Frauen aller Verurteilten ihre Männer ein letztes Mal treffen. Sie führten Hedda in einen Raum, der durch ein Gitter getrennt war. Rudolf saß auf der anderen Seite. Sie konnten sich durch das Gitter sehen, aber nicht berühren. Ein Gespräch war schwierig, weil sie nicht ins Detail gehen durften. Also sprachen sie über Allgemeines. Meine Mutter hatte mich von einem Profifotografen aufnehmen lassen, um Rudolf zu zeigen, wie ich aussah. Denn er hatte mich fast ein Jahr lang nicht gesehen. Als sie ging, sagte er noch schnell, in der Haft habe ich ein Buch gelesen. Es hieß »Der Mann mit dem reinen Gewissen«. Das waren seine letzten Worte an sie, bevor beide aus dem Raum gebracht wurden.
3. Dezember 1952. Streng geheim. Betrifft Vollstreckung der Todesstrafe. 4.20 Uhr. Rudolf Margolius, tot festgestellt um 4.25 Uhr. Er hat keine letzten Worte geäußert. 5.37 Uhr. Rudolf Slansky, tot festgestellt um 5.45 Uhr. Er hat keine letzten Worte geäußert. Doch als das Urteil verkündet wurde, sagte er leise: Ich habe es nicht anders verdient. Wir erfuhren von Papas Hinrichtung erst durch eine Zeitung, in die ein Stück Fleisch gewickelt war. Ich sehe noch den plötzlich veränderten Gesichtsausdruck meines Bruders. Seine Augen wurden seltsam traurig, so als wäre er von einem Moment zum anderen erwachsen geworden. Er war 16 Jahre alt. Das ist der Brief, den mir Rudolf am Morgen seines Todestags schrieb. Ivan, deine Mutter wird dir von meinem Schicksal erzählen. Und du wirst auch viel aus Zeitungen und Büchern erfahren. Hedda sagte mir, mein Vater sei im Ausland gestorben. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass damit ein Geheimnis verbunden war. Ich fand es erst heraus, als ich mit 14 das Prozessprotokoll fand, versteckt in einer Schublade in unserer kleinen Wohnung. Ich schlug es auf und sah Rudolfs Namen in der Liste der Angeklagten auf Seite 1. Du wirst dich sicher nicht an mich erinnern. All deine Erinnerungen werden gelöscht sein. Daran, wie wir beide spielten, herumtollten, uns umarmten. Zu Hause, an einem Teich, in den verschneiten Bergen. Du wirst dich nicht erinnern. Und das ist gut so. Das ist seine Pfeife. Und hier noch eine. Uns sind also zwei seiner Pfeifen geblieben. Er rauchte gern. Eine schöne Erinnerung. Ich stelle mir vor, wie er damit herumlief. Ja, wenn er arbeitete, rauchte er. Und das ist sein Rasierzeug. Ein schönes Design. Ein Reiseset. Hier war die Klinge. Und damit wurde die Blutung gestoppt, wenn er sich geschnitten hatte. Da könnte noch DNA dran sein. Hier die Reserveklingen. Das ist alles. Die Habseligkeiten deines Großvaters. Du kannst sie nach mir aufbewahren. Und für mich. Noch ein Ausweis. Sein Ausweis für das Ministerium, in dem er arbeitete. Das Außenhandelsministerium. Ivan, ich bin aus gutem Grund verurteilt worden. Niemand, nicht einmal du, darf nach Entschuldigungen suchen. Ich hoffe, du wirst stets im Interesse der Gesellschaft und des Fortschritts handeln und all deine Energie dem Aufbau einer kommunistischen Welt widmen. Da er unter großem Druck stand, können wir diesen Brief nicht für bare Münze nehmen. Vielleicht meinte er das Gegenteil, oder es handelt sich um eine kodierte Botschaft. Es war Theater, und er musste seine Rolle bis zum Ende spielen. Stalin stirbt am 5. März 1953. Einige Tage später stirbt auch Clement Gottwald. Er hatte sich in Moskau beim Begräbnis des Kreml-Chefs erkältet. Doch für die Familien der Verurteilten ändert das nichts. Sie werden rund um die Uhr von der Polizei überwacht und tragen weiter das Stigma des Verrats. Die meisten Familien der Verurteilten mussten Prag verlassen. Sie wurden gezwungen, in abgelegene Dörfer mit schlechten Unterkünften zu ziehen. Die Kinder konnten keine richtige Schule besuchen.
Sie hungerten und hatten kein Geld. Es war nicht leicht. Das waren schwere Zeiten. Erst 1956, nach dem 20. Parteitag der KPDSU, auf dem Chruschtschow seine Rede über Stalins Verbrechen hält, werden die politischen Gefangenen, darunter auch Arthur London, freigelassen. Trotzdem sind die Familien weiter mit einem Stigma behaftet. Immer mehr politische Gefangene kamen frei. Ihr erster Gang führte sie zu meiner Mutter, um ihr zu berichten, was sie durchlitten hatten. Die Folter, die Geständnisse, die Prozesse. So erfuhr ich davon. Es hat mich zutiefst erschüttert. Meine Mutter auch. Sie sah überall Agenten der Staatssicherheit, die uns nachspionierten, und wahrscheinlich hatte sie recht. Meine Mutter glaubte fest daran, dass sie uns töten wollten. Wann immer sie ausging, erzählte sie uns hinterher, dass sie verfolgt worden sei und Angst hätte, einen Unfall zu haben. All das hat mich traumatisiert. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Ich lebte mit dem Gefühl, anders zu sein, stigmatisiert durch ein Verbrechen, dessen genauen Hintergrund ich nicht kannte. Ein bisschen wie bei Kafka. Ja, so habe ich mich gefühlt. Es gibt etwas, das ich gerne wissen würde, aber nie erfahren werde. Die letzten Worte meines Vaters vor der Hinrichtung lauteten: Ich habe es nicht anders verdient. War ihm klar, dass er dem Sturm zum Opfer fiel, den er selbst mit entfesselt hatte? Dass seine Verurteilung die logische Konsequenz der Säuberungsprozesse war, die er selbst initiiert hatte? Ich wüsste gern, ob ihm das bewusst geworden ist. Wenn ja, waren seine Worte berechtigt. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich denke, er wusste, dass er etwas ausgelöst hatte, dem er nun selbst zum Opfer fiel. Vielleicht wurde ihm klar, dass er Dinge getan hat, die von der Geschichte verurteilt werden würden. Für mich ist das eine emotionale Angelegenheit. Er war mein Vater, den ich liebte. Was passiert ist, ist passiert. Ich will kein Urteil über ihn fällen, das ist Sache der Historiker. Aber ich habe keine Zweifel, dass er daran beteiligt war. Bin ich das? Sie ähnelt dir ein bisschen. Stimmt. Und wer ist das? Mein Vater, dein Großvater. Ich sehe diesen Film zum ersten Mal. Er wurde in den Archiven gefunden. Du meinst, es wusste niemand, dass es ihn gab? Genau. Was unseren Familien und Vätern zugestoßen ist, ist untrennbar mit unserem Leben verbunden. Wenn ich in Prag nach meinem Namen gefragt werde und Margolius antworte, heißt es: Aha. Es ist leider ein sehr geschichtsträchtiger Name.
Ich habe mir die Tonaufnahmen der ersten Prozesstage angehört. Das hat mir schon genügt und ist mir sehr nahe gegangen. Ich musste ständig darüber nachdenken, wie es möglich war, dass die Leute diese Inszenierung nicht durchschaut haben. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert. Dank Internet wissen wir heute alles. Aber in den 1950er Jahren gab es nur das Parteiorgan Rude Pravo und ein paar Radiosender. Genau wie Marta frage ich mich, wie Sie so ruhig sagen konnten: Ja, ich gestehe meine Schuld und verzichte auf Berufung. Ich hätte panische Angst gehabt. Ich weigere mich, mir das anzusehen, weil ich schöne Erinnerungen an meinen Vater habe. Ich will mir mit dieser absurden Inszenierung nicht meine einzigen Erinnerungen verderben. Nur weil ich mir diesen Mann anschaue, der unter dem politischen Druck der Tschechoslowakei gedemütigt wird. Ivan Roth hat uns ein Foto des Tatra gezeigt, den Sie zu Hause haben. Wir konnten das Modell nicht erkennen. Können Sie uns das sagen? Ich habe einen Tatra-Plan. Ich weiß nicht, ob Sie mein Buch kennen. Ich habe es mit einer ziemlich grausamen Widmung versehen. Zur Erinnerung an Rudolf Margolius, der nicht nur einen Tatra-Plan fuhr, sondern auch in einem verhaftet und dessen Asche unter einem Tatra-Plan verstreut wurde. Furchtbar. Nach der Hinrichtung wurden die Leichen verbrannt und ihre Asche in einen Sack gekippt. Ein Fahrer und zwei Agenten der Geheimpolizei verstreuten sie auf einer schneebedeckten Straße unweit von Prag. Der Fahrer erzählte lachend, er habe nie zuvor 14 Leute gleichzeitig in seinem Tatra-Plan transportiert. Damit meinte er drei Lebende und die Asche der 11 Hingerichteten. In einer Welt der Lüge wird die Lüge nicht einmal durch ihren Gegensatz aus der Welt geschafft, sondern nur durch eine Welt der Wahrheit. Alle Angeklagten wurden erst 1963 heimlich rehabilitiert. Arthur London verfasste ein Manuskript über den Prozess, das beim Einmarsch der Sowjets im August 1968 nur knapp gerettet wurde. Damals lebte Familie London bereits in Paris. Das Manuskript wurde von Costa Gavras verfilmt. Marta Slanska und ihr Bruder engagierten sich in der Oppositionsbewegung Charta 77. Ivan Margolius fährt noch immer seinen Tatra-Plan. Er wanderte 1965 nach England aus.